Verehrte Zuschauer, vor unserer nächsten Sendung möchte ich Sie noch einmal auf die morgige Programmergänzung aufmerksam machen. Zum 20. Jahrestag des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages überträgt das ZDF von 14.45 Uhr bis etwa 16.40 Uhr aus Paris die Feierlichkeiten, die in Anwesenheit von Staatspräsident François Mitterrand und Bundeskanzler Helmut Kohl stattfinden. Und nun, verehrte Zuschauer, begrüßen wir Sie recht herzlich zu unserer Sendung Der große Preis. Wenn Sie bei der Lotterie mitgespielt haben, werden Sie im Verlauf der Sendung erfahren, ob Sie gewonnen haben. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung bei einem heiteren Spiel für gescheite Leute. Der große Preis mit Danke sehr. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier im Studio, meine Damen und Herren, liebe Kinder, daheim beim 101. großen Preis. Ich weiß jetzt nicht, ob bei Ihnen Schnee liegt oder ob die Tulpen blühen, ob die Kinder die Schlitten rausnehmen oder schon mal anfangen, Ostereier zu suchen. Der Wettercomputer beim lieben Gott scheint ein bisschen durcheinander geraten zu sein. Nicht? Die Folge ist, also bei uns im Team, die Hälfte erkältet, ich auch. Gehen Sie ein bisschen zurück vom Bildschirm, damit Sie sich nicht anstecken. So ist gut. Aber wir haben auch erfreuliche Nachrichten. Unsere Einzahlungssumme zum Beispiel. Mehr als 17 Millionen Mark. Rekord für das Jahr 83. Ich hoffe, es steigert sich dann noch in den nächsten Monaten. Also 17 Millionen, 630 wunderschöne Tausender und 682 einzelne Mark. Dankeschön. Und da ist Beate. Guten Abend, Beate. Sagen Sie mal, Sie lächelt so mokant. Was? Ja, ich muss so lachen. Ich habe Sie noch nie als Amor gesehen. Das war so komisch im Vorspann. Das ZDF-Programm wird immer kühner, nicht? Jetzt zeigen Sie den Showmaster im Vorspann schon nackt. Ja? Na, da haben Sie sich wahrscheinlich erkältet, nicht? Ja, wir haben ja jetzt wieder eine normale Sendung. Sie erinnern sich, bei der 100. haben wir eine Ausnahme gemacht, haben Kandidaten aus der Vergangenheit eingeladen. Und Sie erinnern sich sicher mit Freude an die drei Kandidaten und auch an den brillanten Herrn Trapp. Diesmal geht's weiter vom Stande des November aus beginnend. Wer ist der erste Kandidat? Der erste Kandidat heißt Wolfgang Kehre. Mhm. Er ist in Kitzingen geboren und auch da aufgewachsen. Studiert hat er in Würzburg. Er ist Diplomphysiker und arbeitet heute in der Medizintechnik in Erlangen. Science-Fiction-Filme interessieren ihn, Musik interessiert ihn, da besonders die Klassiker und moderne Meister. Igor Strawinski ist für ihn der wichtigste unter den Modernen und mit seinem Leben und Werk hat er sich für den großen Preis vorbereitet. Namen der Herr. Grüßen Sie. Wir begrüßen aber auch gleich den Experten für Strawinski, Professor Dr. Jörg Stenzel. Guten Abend. Guten Abend. Musikwissenschaftler der Universität Freiburg in der Schweiz. Herr Professor Stenzel, was bedeutet Strawinski für die Musik? Für die Musik unserer Zeit? Ich würde mal sagen, wenn wir die Musikgeschichte der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts schreiben wollen, dann kommen wir nicht nur um Igor Strawinski nicht herum, dann ist er eine der ganz zentralen Persönlichkeiten. So wie man die Geschichte Frankreichs nicht ohne de Gaulle schreiben kann. Ah ja, aber ich meine, viele Leute finden seine Musik ja nicht immer schön. Ja, sie ist etwas anderes als schön.
Sie ist vielleicht spannend oder aufregend, anregend oder so eine Art Abenteuer für jene, die bereit sind, sich darauf einzulassen. Empfinden Sie es auch so? Ja, ich möchte mich direkt bei Ihnen bedanken. Ich hätte es auch nicht anders formuliert. Das war sehr schön. Fangen wir gleich an, Herr Herer. 5 Fragen, wie Sie wissen. Eine kann also Meister oder, ich sage es trotzdem immer wieder, Masterfrage genannt werden und 200 Mark für jede richtige Antwort, außer der bei der einen, da gibt es sogar 400. Burleske in 4 Szenen lautet der Untertitel eines Balletts von Igor Strawinsky, das er 1910, 1911 komponierte. Wir hören daraus jetzt einen kurzen Ausschnitt. Sie machen bereits ein zuverlässiges Gesicht. Ja. Um welches Ballett handelt es sich? Petruschka. Das stimmt. Jo. Viele der sogenannten neoklassizistischen Werke Strawinskys benutzten Musik anderer Komponisten. Eines davon ist, nach Strawinskys eigenen Worten sogar, von Tschaikowskis Muse inspiriert. Wie heißt dieses Werk? Der Kuss der Fee. Jawohl. Die nächste Frage als Masterfrage bitte. Er spricht ein bisschen leise. Ja. Die nächste Frage wäre seine Masterfrage, nicht? Damit das bei uns nur nicht überhört und übersehen wird. Eines von Igor Strawinskys kühnsten Werken für Männerchor und großes Orchester beruht auf einem visionären Gedicht von Konstantin Belmont. Ein paar Takte. Bitte nennen Sie uns den Titel des Werkes. Zwistoliki, der Sternenkönig. Völlig richtig, ja. Von seinem 1931 komponierten Concerto in D soll Strawinsky gesagt haben, es sollte nach Violine stinken. Ja, da ist es. Also mit der Einführung von Herrn Professor Stenzel und Ihrer Bestätigung bekommt man allmählich Interesse, nicht? An Strawinsky, der uns ja jetzt vertrauensvoll über die Schulter blickt. Der Solopart wurde in Zusammenarbeit mit einem Geiger geschaffen, für den Strawinsky auch noch andere Werke schrieb und mit dem er viele Konzerte gab. Wie hieß dieser Geiger? Samuel Duschkin. Auch das ist richtig. Und jetzt sehen wir einen Ausschnitt aus dem Ballett Der Feuervogel von Igor Strawinskys Tanzt. Das American Ballet Theater. Von wem stammen sowohl Libretto als auch Choreografie? Von Fokine. Fokin. Fokin ist richtig. Ja. Gratuliere Ihnen. 1200 Mark. Ja. Also besser konnte er es gar nicht machen. In der ersten Runde wird es hoffentlich wieder mal spannend. Ich hoffe, der nächste Kandidat wird sich genauso erfolgreich beweisen. Wie heißt er denn, Beate? Er heißt Rolf Hartmann, er stammt aus Weißenfels an der Saale, heute lebt er in Bonn, ist Beamter im Bundesverteidigungsministerium und dort hat er einen sehr wichtigen Job, er ist nämlich in der Zahlstelle tätig. Er ist Gartenfreund, aktiv für den Tierschutz tätig, interessiert sich für Geschichte und Ethnologie und aus diesem Bereich kommt auch sein Thema für heute Abend. Es geht um die Bergvölker des Kaukasus. Namen, Herr Hartmann. Sie haben also mit Geld zu tun bei der Verteidigung. So ungefähr, ja. Immer noch eine der wirksamsten Waffen, das Geld, noch nicht? Ausreichend da. Ja. Noch ausreichend da? Ja.
Na, kommen Sie zurück nach Bonn, was man Ihnen da erzählen wird, wenn Sie sagen, dass das Geld noch ausreichend da ist. Stellen Sie das daher, oder was? So ungefähr, ja. Aha. Also er wollte jetzt nicht ernst genommen werden, damit es um Gottes Willen jetzt keine Weiterung gibt. Das war ein Witz. Ja, ja? Richtig, war ein Scherz. Muss man heute sagen, nicht? Bei manchen Scherzen muss man es dazu sagen, weil viele Leute Ironie nicht verstehen. Experte für das Thema ist Herr Dr. Kelm. Guten Abend, Herr Dr. Kelm, Direktor des Völkerkundemuseums in Frankfurt. Müsste man zunächst wissen, ehe wir über die Bergvölker des Kaukasus sprechen, wo der Kaukasus eigentlich liegt, Herr Dr. Kelm. Der Kaukasus ist bekanntlich ein Gebirgsblock, der sich vom Schwarzen Meer in östliche Richtung, allgemein östliche Richtung, zum Kaspischen Meer erstreckt. Und da hat sich eine intensive Bergvolkkultur entwickelt? Bergvolkkultur, sehr viele Kulturen. Das ist durch den Gebirgscharakter bedingt, durch die Isolierung in Tälern und an Berghängen. Und durch die Tatsache, dass der Kaukasus ja für die Völker aus den Ebenen, aus dem Norden und aus dem Süden, eine gewisse Barriere war, wo sie sich festgesetzt haben. Aber die bedeutendsten waren wahrscheinlich die Georgier. Die bedeutendsten sind die Georgier, die haben heute etwa 4 Millionen Köpfe. Vielen Dank. Es geht los, Herr Hartmann. Die Chefsuren, ein georgisches Gebirgsvolk, benutzten bei festlichen Anlässen eine Tracht, die an das europäische Mittelalter erinnert. Sie besteht aus 4 Teilen, dazu gehören Ketten, Panzer, Rundschild und Helm. Welche Waffe gehört dazu? Das Schwert. Ja, das Schwert oder das Langschwert. Neben dem Anbau von Getreide hat bei den Bergvölkern die Jagd ja vor allen Dingen auch ernährungswissenschaftliche Bedeutung. Welches Jagdtier gilt als das edelste? Nicht das dickste, nicht das schnellste, das edelste. Das edelste Jagdtier im Kaukasus ist der Tur, der kaukasische Steinbock. Nächste bitte als Masterfrage. Ja. Was sind die Shatti? Shatti, das sind aus heidnischer Zeit übernommene, Jetzt aber. Was sind das? Heiligtümer natürlich. Aus heidnischer Zeit. Ja, klar. Bald nach ihrer Christianisierung stellten sich die Georgier, obwohl sie von Nichtchristen immer wieder bedroht wurden, gegen das christliche Byzanz. Aus welchen religiösen Gründen geschah das? Byzanz und Georgien, die vertraten unterschiedliche Glaubensrichtungen. Es war einmal der Diophysitismus, den Byzanz vertrat. Das heißt die Anerkennung Gott als Christi als Menschen und Gott. Und die Georgier zusammen mit den Armeniern vertraten den Monophysitismus. Sie erkannten Christus nur als Gott an. Hervorragend erklärt. Ein auf die vorchristliche Zeit der Georgier zurückgehendes Fest heißt Barikaoba. Worum handelt es sich dabei? Das ist das Neujahrsfest, welches zugleich eine Art Totenfeier ist, zu Ehren der Verstorbenen. Ist das richtig, Herr Dr. Kelm? Ja. Aha, gratuliere ich Ihnen. Danke. Wir müssen eine Berichtigung anbringen. Er hat schon 1200 Mark. Es ist, glaube ich, nicht angekommen, dass er auch die Masterfrage gesetzt hat als Dritte. Ja, ja. Nein, das haben wir nicht verstanden. Wann ist die denn? Welche Frage war die Frage? Hatte ich ja dritte. Okay. Nach der zweiten, nein, das ist ja. Alles klar. So, ich danke. Und nun begrüßen wir eine Dame, die Sie alle kennen. Erinnern sich an Oktober und November, da erschien jemand voller Herzensgüte, aber auch voller Fröhlichkeit und wusste viel über die interessante Stadt Leipzig. Und nun ist sie wieder bei uns, unser Champion, Frau Becker. Herzlich willkommen. Ihr Applaus, Frau Becker. Naja. Sie können auch noch einen Tusch haben. Ich weiß, dass Sie sehr gerne Tusch haben. Haben wir einen Tusch da, bitte? Nein, heute nicht. Da ist er doch schon. Ach so. Dankeschön. Wie fühlen Sie sich? Ja, so mittelmäßig. Ja, aber Sie haben über Weihnachten gefastet. Sie kommen hier schlank und rank ins Studio. Ja, das ist aber schön. Das ist ein Kompliment für mich. Ja, sicher. Nicht? Wie ist denn eigentlich das Wetter da, wo Sie jetzt herkommen, Frau Becker? Fürchterlich. Ja? Fürchterlich. Da kann man keinen Hund vor die Tür jagen. Sagen Sie doch mal genau, wo das ist, damit die Leute ihre Freude haben. Auch, also, wir wohnen 1 Kilometer hinterm Seedeich, und zwar westlich von Emden, an der sogenannten Knock, das heißt Ecke, da, wo die Ems ins offene Meer raus. So, und jetzt geht's um
die Geschichte der Stadt Leipzig. Ja. Ich begrüße Herrn Dr. Gockel als Experten. Guten Abend. Guten Abend. Einführung haben wir ja bei den letzten beiden Malen schon gehabt. Und nun begrüßen wir aber auch die Leipziger ganz herzlich und unsere Freunde der DDR und überhaupt die Zuschauer. Auch jenseits aller denkbaren Grenzen. Frau Becker hat nämlich eine ganze Menge Kontakt zu Leipzigern, die sich sehr freuen, auch auf diese Weise ein bisschen von der Geschichte ihrer Stadt zu hören. Hier ist die erste Frage. Bei seinen häufigen Besuchen Leipzigs wurde August der Starke in der Regel auf Kosten der Stadt in einem Bürgerhaus am Markt einquartiert, was der Prachtliebe des sächsischen Kurfürsten allerdings nicht genügte. Unter Vorlage eines fertigen Entwurfs, den wir da sehen, ziemlich großzügiger Entwurf, verlangte er deshalb 1707 vom Rat der Stadt den Bau eines Schlosses außerhalb der Stadt, was aber der Rat beharrlich ablehnte. Der war also da ganz hart gegenüber seinem eigenen Kurfürsten. Immerhin wurden der vorgesehene Bauplatz und 13 Alleen ausgeschlagen, die auf das Zentrum des geplanten Baus hin konzentrisch zuliefen und die Aussicht auf bemerkenswerte Punkte der Umgebung öffneten. Als Schneisen sind übrigens diese Alleen heute noch zu sehen. Und ich habe gerade jetzt gehört, gestern, dass sie wieder ausgeschlagen werden sollen zur Verbesserung der Umgebungsschönheit. Wie heißt das als Standort des Schlosses vorgesehene heutige Leipziger Naherholungsgebiet? Rosenthal. Rosenthal, ja, spitze war das. Weniges werden Sie locker, ne? Sie machen mir immer Mut. Ja, wir alle. Am 13. Februar dieses Jahres wurde der 100. Todestag eines der größten deutschen Komponisten begangen. Im Jahre der Völkerschlacht wurde er als jüngster Sohn eines Leipziger Polizeiamtsaktuarius auf dem Brühl Nr. 3 geboren, verbrachte dann seine Kindheit in Dresden, kehrte aber mit 14 Jahren in seine Vaterstadt Leipzig zurück, wo er auch die Universität bezog. Und da hat er sich also durch Teilnahme an revolutionären Umtrieben, durch Schuldenmachen und Liebeshändel einen denkbar schlechten Ruf erworben. Wie heißt dieser geniale Musikdramatiker, dessen Bühnenwerke in Leipzig also lange auf Anerkennung warten mussten? Richard Wagner. Sicher. Die dritte ist die Masterfrage. Jetzt kommt die Masterfrage. Um 1844 begann ein junger Leipziger Rechtsanwalt, den wir im Bild sehen, allerdings schon nicht mehr ganz so jung, den sumpfigen Leipziger Westen auf eigene Kosten trocken zu legen und damit für die Bebauung zu öffnen. Der Initiative dieses Mannes, Frau Becker, wird auch der Straßen- und Bahnanschluss von Plagwitz verdankt, der für den Aufstieg Leipzigs zur Industriestadt ja von großer Wichtigkeit war. Wissen Sie, wie dieser weitblickende Unternehmer hieß? Karl Heine. Das ist der Karl Heine, ja. Seine Urenkelin sehen jetzt alle zu. Sind Sie sicher? Du weißt es ganz genau, dass die alle zusehen. 1928 wurde am Augustusplatz, dem heutigen Karl-Marx-Platz, das erste Leipziger Hochhaus errichtet. Das Gebäude besticht noch heute durch seinen bemerkenswerten plastischen Schmuck. Wir sehen es da rechts, dieses Gebäude, für den offensichtlich der Uhrturm vom Markusplatz in Venedig, den wir links sehen, ja, das Vorbild abgegeben hat. Ja. Wer war der Auftraggeber des 11-geschossigen Geschäftshauses? Kroch, Bankier Kroch. Richtig, nicht? Heute ist das Büro eines Baukombinats drin, nicht? Es wird immer noch benutzt, das Haus hat den Krieg überstanden und ein Baukombinat hat seine Büroräume drin. Am 1. April 1937 trat der Leipziger Oberbürgermeister aus Protest gegen die Beseitigung des Mendelssohn-Denkmals vor dem Leipziger Gewandhaus durch die Nazis demonstrativ von seinem Amte zurück. Er wirkte anschließend an führender Stelle im Widerstand und war nach dem Willen der verschiedenen Widerstandsgruppen für den Fall eines erfolgreichen Staatsstreichs sogar als Reichskanzler vorgesehen. Von welcher bedeutenden und mutigen Persönlichkeit ist hier die Rede? Von Dr. Gördeler. Wieder mal 1200 Mark. Also besser konnte es ja nicht gehen in der ersten Runde. Ich hoffe, dass Sie jetzt auch Glück haben, meine Damen und Herren, wenn Sie ein Los der Lotterie, der große Preis zugunsten als Sorgenkind haben sollten. Eberhard Gläser wird jetzt ganz elegant die diesmalige Gewinnzahl ermitteln. Er drückt auf den bewussten großen Knopf.
alles ziemlich viel Sechs in der Sendung. Nicht allein zweimal sechs schon bei der Gewinnzahl 6169. Haben Sie das? Schauen Sie doch mal nach. Wenn das die letzten Ziffern sein sollten, jahreslos oder monatslos, ist ganz egal, dann haben Sie automatisch 1000 Mark gewonnen. Wäre doch schön. Und wenn es nur die letzten drei sein sollten, die 1, 6, 9, dann sind es auf jeden Fall 100 Mark. Und Sie kommen, egal ob nun 1000 oder 100 Mark, in die große Trommel, in den großen Glückswürfel und können dann noch viel, viel mehr gewinnen. Wie verteilen sich denn diesmal die Gewinne, Beate? 6046 mal 100 Mark, 597 mal 1000 Mark, 55 mal 10.000 Mark, 20 mal 100.000 Mark. Und zum ersten Mal und von jetzt an immer zweimal eine Viertelmillion, einmal eine halbe Million. So, jetzt wird gut durchgemischt. Wir brauchen natürlich einen Ehrengast, der der Wucht, der Bedeutung dieser Riesenpreise gewachsen ist. Ich freue mich sehr, dass wir einen mitreißenden, temperamentvollen, allzeit fröhlichen Künstler gewinnen konnten, den Sie alle kennen, den Sie alle mögen, den Sie aus vielen Sendungen lieben. Der hat sich einen ganz edlen Chor mitgebracht und das erinnert schon an die Zeit, in der wir stehen, die Karnevalszeit. Die Mainzer Hofsänger werden ihn gesanglich umgeben. Er selbst voller Schwung und pfiff davor, da ist er, Roberto Blanco. Oh, Karneval ist wieder da. Ah, die allerschönste Zeit im Jahr. Oh, dieser Rhythmus geht ins Blut. Ah, Karneval, der tut so gut. Oh, bunte Farben, Lichter, Glanz. Ah, überall Musik und Tanz. Oh, schön ist diese Narrenwelt. Ah, jeder lebt, wie es ihm gefällt. Am Rhein beim Wein, da wird gefeiert und gelacht. Da sieht man Rumba und auch Tetere. Und in Brasilien klingen Trommeln durch die Nacht. Das ganze Narrenvolk singt laut Ole. Ah, das soll nie zu Ende gehen. Oh, heb das Glas und trink es aus. Ah, heute gehen wir nicht nach Haus. Tanzen, lachen und singen. Wir feiern durch, bis die Sonne aufgeht. Trinken, küssen und springen, bis sich die Welt dann im Kreis um uns dreht. Oh, Karneval ist wieder da, ah, die allerschönste Zeit im Jahr. Oh, dieser Rhythmus geht ins Blut, ah, Karneval, der tut so gut. Roberto hat wieder für Stimmung gesorgt und jetzt wird er auch dafür sorgen, dass einige Leute glücklich und froh wären. Hallo. Hallihallo, grüß dich. Ja, grüß dich. Was ist das? Du weißt, ich mache fast nie Werbung für Platten. Also mit meiner eigenen Platte brauche ich keine Werbung zu machen. Nein. Nein, die kauft sowieso keine. aber ich will sagen, für eine Platte muss ich Werbung machen und das ist für diese Jubel-Trubel-Heiterkeit. Das ist eine Sendung, die kommt am nächsten Samstag. Also übermorgen. Übermorgen beim ZDF. Und ich bin
zufällig auch dabei. Und die Platte kostet 14 Mark 80, Roberto, 14 Mark 80 und davon sind 2 Mark für die Deutsche Krebshilfe. Nein, du sprichst aber gut Deutsch. Das gefällt mir. Sehr gut. Und das ist eine sehr gute Aktion, ich glaube. Und es sind sehr viele Kollegen sind dabei. Gottlieb Bendehals, oh, Lotti Krekel, mein Gott, wer alles dabei ist, Peter Petrel, Eilemann Trio, Dorte, etc., etc. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Jetzt weiß man es, nicht? Gut, ha? Ja. Haben Sie gesehen? Gut. So, fangen wir an, Roberto. Ich bin auch dabei. Oder? Du bist auch dabei, natürlich, sicher. Jetzt, da muss ich dich vorher noch mal halten. Ja, muss ich mit dem Ziehungsleiter bekannt machen, das ist Herr Baus. Ah, Herr Baus, angenehm. Wo ist er denn? Herr Baus, freue mich, Sie kennenzulernen, angenehm. So. So, und jetzt, bevor ich vergesse, ich soll noch sagen, der Heino ist auch dabei. Wie kommst du jetzt ausgerechnet auf Heino? Auf Heino, nicht, dass man mich verwechselt öfter mal mit ihm. Jetzt, so, Deli. Jetzt und jetzt, Roberto, also wie viel ist das? Bei allem Spaß wollen wir jetzt also mal einen Augenblick darüber nachdenken, was jetzt in einem Menschen passiert, der um 500.000 Mark, um eine halbe Million reicher geworden ist. Ist mein Name drauf? Das heißt nicht direkt Blanco, würde ich sagen. Es geht auch nicht nach München, wo du wohnst, sondern nach Bonn. Der Gewinner der ersten halben Million beim Großen Preis sitzt in Bonn 1. Und er heißt, Herr oder Frau, Roter Mund. Herzlichen Glückwunsch. Hi. Mach weiter, es geht um zweimal eine Viertelmillion. Herr und Frau Roter Mund, ich werde Ihnen meine Adresse schicken, wegen die 10%. So, 250. So, kannst du den nächsten ziehen, Roberto? Ja. 250.000 Mark, also eine Viertelmillion, die gehen nach Meckenbeuren, also in das Schwabenland hinein. Der Gewinner heißt Reinhard Weishaupt. Ja. Weishaupt hat mit Blanco auch zu tun. Wahrscheinlich ein Verwandter, Roberto. Gut, freue ich mich. Ja. Und jetzt nochmal, 250.000 Mark, eine Viertelmillion. Die Gewinnerin ist eine Dame. Sie wohnt unter der Postleitzahl 2440 in der Gegend von Oldenburg. Und sie heißt, das kann ich jedenfalls relativ sicher lesen, Bärbel Niesen. Herzlichen Glückwunsch. So, amigo Wim. Zölke. Du bist aber schlank geworden. Was ist mit dir los? Hey. Ach so, da bist du. Entschuldigung. Okay. Okay, Entschuldige. Roberto, du musst jetzt noch eine ganze Menge ziehen, nicht? Du musst nicht denken, dass dein Job schon erledigt ist. Es gibt also jetzt noch viele Hunderttausender, 20 Hunderttausender und eine Menge Zehntausender. Also ran, wir begrüßen unser Cockpit, da lächelt die Silvia uns entgegen. Namen Silvia und neben ihr der Wolfgang statt der Janita. Die Janita macht nämlich ein paar Tage Urlaub. Sigrid Spencer, unsere Protokollführerin, namens Sigrid. Eberhard Gläser, namens Eberhard. Guten Abend, lieber Wim. Ach, so fröhlich und freundlich heute, der Eberhard. Wim, ich habe mir für 1983 vorgenommen, möglichst nett zu sein zu mir. Ja, das waren Sie doch immer, Eberhard. Naja, manchmal immer. War ich so ein bisschen vergrämt. Ach nein, vergläsert höchstens, nicht? Guten Abend, liebe Zuschauer. Viel Spaß. Dankeschön. Und da ist Marianne. Na, Marianne, jetzt lassen wir doch mal sehen, was es heute gibt beim Großen Preis. Januar ist dein Thema. Dur, leg doch mal einen anderen Gang ein, damit es schneller geht. Meer, aktuell, A bis Z, so, ja, und Monster. Schnell sind unsere Kandidaten auch. Es geht um eine Menge Geld in der zweiten Runde. Sie zu Hause können wieder wie immer, auch im neuen Jahr, mitraten, ihr eigenes Wissen testen. Ist doch schön. Und nun, Frau Becker, haben Sie das verantwortungsvolle Amt des Champions. Sie müssen die erste Frage stellen. A bis Z 100. Haben Sie nicht schlecht gefragt, ist gleich eine Glücksfrage. Wir sehen jetzt hier auf dem Bild den Fernsehturm auf dem großen Feldberg. Die wären ja alle froh, wenn da so ein schönes Wetter wäre wie auf dem Bild. In welchem Mittelgebirge liegt dieser Berg, der große Feldberg? Schwarzwald. Das weiß ich nicht, das heißt, ich weiß schon, da liegt er nicht. Die Frage ist nicht richtig beantwortet. Herr Herer? Im Taunus. Im Taunus, ja. Im Schwarzwald liegt der größere Feldberg, um das zu erklären. Im Taunus gibt es zwei Feldberge, den kleinen Feldberg und den großen Feldberg. Der kleine ist so ungefähr 826 Meter groß, der große, auf dem dieser Turm steht, 880 Meter. Und im Schwarzwald, da gibt es den Feldberg, der höchste von allen ist, fast 1500 Meter. Aber der heißt nicht der große, der heißt nur Feldberg. Schade. Schneller ging es noch nicht, zwei sind es erst. Zwei hat der Roberto erst geschafft. Aha, also Angelika Zureich, wie kann man denn Zureich heißen und 100.000 Mark gewinnen, nicht?
hat also 100.000 Mark gewonnen. Sie wohnt in Jesstetten. Und Inge Elsner in 4700 Hamm. Auch Ihnen herzlichen Glückwunsch. Herr Herau, bitteschön. Monster 80, bitte. Ah, das ist gar kein Monster, das ist ein Joker. Wer bumm? Monster 60, bitte. Da haben Sie Risiko erwischt. Sie haben 1.800 Mark. Wie viel setzen Sie jetzt? 1.000 Mark. In einer berühmten deutschen Sage kämpft der Held mit Fafner. Und nun tötet den Fafner auch mit seinem Schwert. Und nun die Frage, wie heißt der Held und wer ist eigentlich Fafner? Der Held ist Siegfried und Fafner ist, glaube ich, ein Drache. Sie haben richtig geglaubt, ja. Das ist der Drache. Herr Herer, es geht weiter. Nicht ausruhen. Duo 60. Sie wissen doch, Polen ist traditionsgemäß, eigentlich seit Chopin schon, das Land, aus dem große Klaviervirtuosen kommen. Ich muss nur an Paderewski erinnern, an Arthur Rubinstein. Aber auch Marek und Baczek sind wunderbare polnische Klavierspieler. Wir haben ein, darf ich das so sagen, ein neues polnisches Klavierduo beim Großen Preis. Ein herrliches, Sie werden Ihre Freude daran haben. Ich begrüße das Duo Banasik-Zubek. Ich freue mich sehr. Willkommen. Willkommen. Ich muss zunächst eine Frage an die Kandidaten stellen. Frau Becker, Sie wollen antworten. Welche Stadt hat dem Konzertstück, das wir gerade eben gehört haben, Ihren Namen gegeben? Wie ist das genannt? Nach welcher Stadt ist das benannt? Da müssen wir die Frage leider jetzt weitergeben. Weiß es einer der Herren? Herr Herr. Ich rate mal, Warschau.
Warschau ist richtig, ja. So, wir werden diese beiden Virtuosen in 4 Wochen wiedersehen können in Berlin, nicht in der Philharmonie. Spielen Sie welche Art von Musik, Herr Banasik? Ich meine, musikalisch orientieren ist klassische Musik. Ja. Und etwas, wir spielen zusammen etwas andere Richtung. Das ist Unterhaltungsmusik, das ist Thema von klassisch, aber bearbeitetes Unterhaltungsmusik. Ja. Ich bedanke mich für Ihren Besuch. Was werden Sie jetzt noch spielen? Sabbeltanz von Aram Khachaturian, aber ein bisschen anderes, ja, speziell für den großen Preis. Dankeschön. Der Säbeltanz, Banasik und Schubeck. Banasik und Schubeck. So, Herr Herrer, Sie führen im Augenblick mit 2.860 Mark und hatten noch die letzte Frage beantwortet. Es ist Ihres Amtes jetzt zu wählen. Januar 60, bitte. Da haben Sie noch einen Joker erwischt. Monster 40, bitte. Wir sehen einen Ausschnitt aus einer Aufführung der Salzburger Festspiele. Der Solist, den wir jetzt hören, ist Peter Schreier. Zu Hilfe, sonst bin ich verloren. Zu Hilfe, sonst bin ich verloren. Wer ist die Schlange zum Opfer fallen? Mein Herz ist getan. Schon neigt sie sich, schon neigt sie sich. Ach, rettet mich, ach, rettet, rettet, schützet mich. Ach, schützet, schützet, rettet. Also Frau Becker, jetzt nur Mut und keine Angst vor den Monstern. Welche Oper beginnt denn mit so einem Schlangenmonster? Medusa. Nee, das ist ein ganz anderes Monster. Frau Herrer. Die Zauberflöte. Die Zauberflöte ist das. Ich habe gedacht, Salzburg würde ein bisschen helfen. Januar 80, bitte. Der 6. Januar ist der Namenstag von Kaspar, Melchior und Balthasar. Wie werden die drei noch genannt? Die heiligen drei Könige. Aber sicher, ja. A bis Z 40. Richtig gemacht, Frau Becker. Das ist ein Joker. Januar 20. Gut, das ist eine Glücksfrage. Nun aber. Seit dem 21. Januar 1506 steht diese Wachmannschaft, also nicht direkt die beiden, die wir da sehen, aber diese Wachmannschaft im Dienste des Papstes. Wie heißt sie? Schweizer Garde. Auch richtig. Na, 1680 Mark haben Sie und 100.000 Mark hat Klaus Bücheler in Beienfurt gewonnen. Margit Müller in Kirchheim. Sowie Ilse Gilsdorf in Berlin. Gratulieren. Frau Becker auf dem 2. Platz inzwischen. Januar 40. Läuft zu alter Form auf Risiko.
1680 Mark haben Sie auf dem Konto, Frau Becker. Wie viel riskieren Sie davon? 300. Sie sind vorsichtig, gell? Ja. Ah ja. Vor 20 Jahren, am 22. Januar 1963, wurde zwischen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland der berühmte Freundschaftsvertrag geschlossen. Die Frage, wie heißen die beiden Staatsmänner, die diesen Vertrag unterzeichnet haben? De Gaulle und Adenauer. Gell, das weiß man. Also Sie haben eine sehr gute Phase jetzt. Machen Sie so weiter. Duo 40. Wie heißt der zweirädrige Wagen beim Trabrennen? Also vorne ist das Pferd, drauf sitzt der Fahrer, nicht der Jockey. Und wie heißt dieses leichte zweirädrige Pferd? Ich gebe die Frage weiter. Herr Hartmann. Sulky. Das stimmt. So. Mehr 80, bitte. Können Sie gerne haben, ist Risiko. Sie haben 1240 Mark, Herr Hartmann. 500 Mark. Das ist ein Wort. Wie nennt man an der Vorderkant, also da, wo die Frau Becker jetzt wohnt, die Landschaft hinter dem Deich? Und wie nennt man die Seichtwassergebiete vor dem Deich? Hinter dem Deich, das ist die Marsch. Und vor dem Deich, das Watt. Ja, ich wollte gerade sagen, denken Sie an Edison, dann kommen Sie drauf, ja. Aktuell A, wie Adenauer. Da bekommen Sie 250 Mark für die richtige Antwort. Die Frage lautet, wegen der 23-jährigen Münchner Musikerin Sabine Meyer sind sich die Berliner Philharmoniker und ihr weltberühmter Dirigent Herbert von Karajan und inzwischen sogar auch noch der Intendant der Philharmoniker gewaltig in die Haare geraten. Welches Instrument spielt denn Fräulein Meyer? Das ist ein Blasinstrument, ich muss es raten. Flöte? Nein. Frau Becker? Klarinette. So ist's richtig. Leichten Herzens spielen, Frau Becker, nicht schweren Herzens. 200. Risiko, Risiko. 2230 Mark haben Sie, 2710 hat Herr Heerer. Nochmal bitte, 1230 haben Sie und 2710 sind auf dem Konto von Herrn Heerer. Dann muss ich 500 Mark setzen. Ja, das ist sehr knapp gerechnet, aber Sie kommen dann 20 Mark über Ihnen, wenn es gut geht. Es geht also um ein Liebespaar. Leonard Bernstein schrieb die Musik zu einem Musical und wir hören einen Teil der Musik jetzt. Aber die Story, die geht auf ein Theaterstück von William Shakespeare zurück. Und jetzt zweiteilige Frage, wie heißt dieses weltberühmte Musical und das Theaterstück von Shakespeare? Also es ist Romeo und Julia und das Musical genauso. Also das Musical ist die West Side Story. Nicht die 1730 Mark bleiben Ihnen doch. Herr Heerer. A bis Z20, bitte. Jetzt haben Sie Risiko. 2710 Mark. 500 Mark, bitte. Aha. Es geht um ein Zitat. Ich zitiere mal eben. Er wog vielleicht ein halbes Lot, am fünften Tage war er tot. In welchem Buch steht das Zitat und wer ist gemeint? Das Buch ist der Strubbelpeter und das hier ist der Suppenkaspar. Beides richtig. Monster 100, bitte. Hallo, ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Sie klingt vielleicht wie ein Märchen. Aber Sie müssen dennoch aufpassen, denn sonst können Sie womöglich meine Frage nicht beantworten, die ich Ihnen nachher stellen werde. Sehen Sie dieses schöne Haus auf der Insel Hawaii. Meinen Reichtum, ja sogar mein Lebensglück, verdanke ich einer kleinen Flasche. Ähnlich wie diese hier, nur dass sie nicht mit Wein gefüllt war, sondern mit... Aber warten Sie es ab. Als junger Mann war ich einmal in San Francisco. Eines Tages ging ich dort spazieren und blieb vor einem besonders schönen Haus stehen, um es mir näher anzusehen. Da entdeckte ich im Vorgarten nun leider kein schönes junges Mädchen, wie es im Märchen oft so üblich ist, sondern einen alten Mann, der mir aber zulächelte und mich bat, in sein Haus einzutreten.
Ich folgte seiner Aufforderung und Sie können sich vielleicht meine Verwunderung vorstellen, als er zielstrebig auf einen Schrank zuging und ihm eine runde, bauchige Flasche entnahm. Das Glas war milchig weiß und schimmerte in allen Regenbogenfarben. Im Innern bewegte sich etwas Dunkles, wie ein Schatten. Da ist der Teufel drinnen, sagte der Alte mit zitternder Stimme. Jedem, der die Flasche kauft, muss er gehorchen und ihm herbeischaffen, was er will. Ich kann sich vorstellen, dass mir damals etwas unheimlich zumute war. Aber nach langem Hin und Her habe ich die Flasche dann doch erworben. $50 habe ich dem Alten dafür gegeben. Und ich muss sagen, ich habe es niemals bereut. Nur wenn Sie fragen, warum ich die Flasche nicht mehr in meinem Besitz habe, um sie Ihnen vielleicht zu zeigen. Aber dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Möchten Sie in der Hölle schmoren? Ich auch nicht. Denn wenn jemand stirbt, bevor er die Flasche verkauft hat, fällt er der ewigen Verdammnis anheim. Und noch einen Haken hatte die Sache. Und das war die Bedingung, die an den Preis geknüpft war, für den man die Flasche verkaufen konnte. Vor langer, langer Zeit, als der Teufel sie auf die Erde brachte, war die Flasche nämlich unermesslich teuer. Heutzutage wäre sie schon für einen französischen Centime zu haben. Aber dafür will sie niemand mehr. Warum wohl? Nun, denken Sie mal scharf darüber nach, dann wird Ihnen die richtige Antwort schon einfallen. Und good luck. Wie sagt man bei Ihnen? Zum Wohl. Das wünsche ich jetzt Ihnen. Horst Keitel hat die Sache ja sehr anschaulich dargestellt, Frau Becker. Was ist das Problem mit dem Flaschenverkauf jetzt, wo sie nur noch ein Centime kostet, die Flasche? Warum kann man sie kaum weiterverkaufen? Warum will sie wahrscheinlich niemand mehr? Weil niemand in die Hölle will. Das ist ein Grund, ja, ja, aber wenn die Flasche... Die Antwort ist eine andere. Ich muss es weitergeben, Herr Herrer. Weil es keine kleinere Münze gibt. Eben. Wie soll man die noch billiger verkaufen als zu einem Centime, nicht? Das ist die richtige Antwort. Mehr 60, bitte. Die Chronik dieses mittelalterlichen Städtchens am Schwäbischen Meer reicht bis weit ins Mittelalter zurück. In den engen Gassen und romantischen Winkeln verspürt man heute noch einen Hauch von längst vergessenen Zeiten. Wenn der Bergfried des alten Schlosses, der sogenannte Dagobertsturm, seinen Namen zurechtträgt, dann war wohl dieser Frankenkönig aus dem Geschlecht der Merowinger auch der Gründer der Ansiedlung am steil ansteigenden Seeufer. Die Legende weiß zu berichten, dass um das Jahr 730 Karl Martell, der Großvater Karls des Großen, die Burg bewohnt haben soll. Erwähnt wird der Ort aber erst 200 Jahre später. Unter dem Namen Merdesburg ist er in den alten Urkunden verzeichnet. Seither sind fast 1000 Jahre ins Land gegangen, was aber nichts daran ändert, dass der Besucher auch heute noch die alten Bauten bewundern kann. Wie dieses Städtchen am Bodensee heißt, das ist jetzt die Frage. Meersburg. Wie sagten Sie? Meersburg. Richtig, Frau Becker, nun aber weiter. Nach vorn marschieren. Meer 20. ZDF-Auslandskorrespondent Friedrich Münkenmeier in Israel ist sicher froh, sich mal nicht wie so oft mit dem Libanon-Krieg, sondern mit dem sehr viel angenehmeren Thema Meer beschäftigen zu können. Da ist er. Hallo. Guten Abend, liebe Zuschauer. Guten Abend, liebe Kandidaten. Guten Abend, Wim Tölke. Namen Friedrich Münkenmeier. Auf dem Schild entziffere ich mühsam Sea Level, also Meereshöhe. Wollen Sie etwa baden gehen? Nein, das will ich nicht. Von den Luft- und Wassertemperaturen her wäre das zwar durchaus möglich, aber um von hier aus zu dem Meer zu gelangen, dessen Namen Sie erraten sollen, muss ich noch ein paar Kilometer fahren. Und zwar einige Kilometer bergab. Denn das Gewässer, um das es geht, liegt rund 400 Meter unter dem normalen Meeresspiegel. Die Landschaft mit den steilen Felsabbrüchen der judäischen Steinwüste am Westufer und den Bergen von Moab am jordanischen Ostufer ist von grandioser Einmaligkeit. Die Gluthitze, die die Sonne in dieser Erdsenke auch noch im Winter entfacht, hat fast alles Leben ersterben lassen. Soweit das Auge reicht, Steine und Staub. Staub und Steine. Nur da, wo es Süßwasser gibt, verwandelt sich die Wüstenei urplötzlich in einen grünen Garten Eden. Hier, in der Oase von En-Gedi, wo auch heute noch wilde Tiere leben, soll,
so erzählt die Bibel, David heimlich einen Zipfel vom Mantel des Königs Saul abgeschnitten und so dessen Vertrauen wiedergewonnen haben. Unweit der uralten Wasserstelle haben Israelis vor nicht ganz 25 Jahren einen Kibbutz, eine Gemeinschaftssiedlung, gegründet. Die Kibbutzniks leben von der Geflügelzucht, dem Dattelpalmenanbau und vom Fremdenverkehr. Das Salzmeer, wie es die Bibel nennt, ist schon eine Attraktion. Sein Wasser enthält etwa 10-mal mehr Salze als das Wasser der Ozeane. Badende können hier nicht untergehen. Enttäuscht werden eigentlich nur jene Fremden, die vergeblich nach den Überresten der biblischen Sündenstätte Sodom und Gomorra suchen. Der Felsen, der allgemein als das zur Salzsäule erstarrte Weib Lots gezeigt wird, besteht zwar aus Salzen, hat aber mit einer Frauengestalt nur bei viel Fantasieähnlichkeit. In dem abflusslosen Binnenmeer, dessen Wasser in der regenlosen Sommerzeit stark verdunstet, bilden sich jedes Jahr neue, bizarre Salzsäulen. Doch so groß, wie unser Kameramann sie eben glauben machen wollte, sind diese Salzsäulen nicht. Den Namen des Gewässers, an dem ich hier stehe, haben Sie, liebe Kandidaten, und Sie, liebe Zuschauer, inzwischen sicher längst herausgefunden. Guten Abend und Shalom aus Israel. Ja, guten Abend und herzlichen Dank, Friedrich Möntgmeier. Jetzt müssen Sie bitte sagen, wie dieses seltsame und eigenartige Gewässer heißt. Das Tote Meer, da habe ich vor 2 Jahren gebadet. Also war das ganz einfach für Sie. Ist wirklich so, man kann nicht untergehen. Stimmt, ja. Man liegt wie auf einem Sofa im Wasser. Aber wenn Sie die kleinste Kratzwunde haben, dann brennt es noch am Tag danach. Das kann ich mir gut vorstellen, bei so viel Salz. A bis Z 80, bitte. Wir sehen jetzt mal einen Ausschnitt aus einem neuen deutsch-französischen Film, lustig und voller Aktion, mit Jean-Paul Belmondo in der Hauptrolle. Der Film heißt Ass der Asse. Simon, komm. Wach auf, Kleiner, es ist Zeit. Wir müssen. Simon. Oje, jetzt aber nichts wie weg. Ihre Papiere, bitte. Hä? Papiere, bitte. Ah! General von Beckmann? Nein. Ich bin ein Ami. Also kein Ami, ein Ami. Ein Freund von General von Beckmann. Ist er nicht süß, mein Proviant? Sind Sie Franzose? Wer ist tot? Sind Sie Franzose? Franzose, ja, ja. Und was ist das? Ein Wildschwein, habe ich selbst geerntet. Ich habe es sehr lieb, es ist sehr charmant. Charmant. Sein Name ist Beethoven. Dam, 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 dam. Wir suchen einen Franzosen mit einem kleinen Kind. Keinen Franzosen mit einem Wildschwein. Das reicht, ich habe die Schnauze voll. Ein schönes Wildschwein, nicht? Wie nennt man die Kopfbedeckung, die damals die Polizeibeamten trugen? Ich habe hier so ein Ding in der Hand. Frau Becker. Czako? Czako, ja, das ist ein Name, der aus dem Ungarischen kommt. Weiter geht's. Na. Mehr 40. Glücksfrage. In welcher Hafenstadt sitzt diese Meerjungfrau? Kopenhagen. Ach, da strahlt die Frau Becker. Na, hoffentlich strahlen Sie gleich weiter. 2.270 Mark haben Sie, 100.000 Mark hat Silvia Rappolder
aus Glöttweng. Und die Familie Hirschauer aus 8990 Lindau. Und jetzt kommt noch mal 100.000 nach Berlin. Karl-Heinz Frie oder Freie heißt der Gewinner. Wir gratulieren. Mehr 100. Es geht um die Tabakspfeife vom Lehrer Lempel in Max und Moritz. Aus welchem Material besteht sie laut Wilhelm Busch? Das ist aus Meerschaum. Die berühmte Meerschaumpfeife, ja. Wo die Burschen Pulver reintun. Herr Hartmann, es geht weiter mit Ihnen. Monster 20. Ist ja die Zeit der Monster, nicht? Die werden sehr modern, ganz eigenartig. Richtig populär werden sie. In Amerika treibt jetzt ein neues Monster sein Unwesen. American Monster heißt der Film, der von seinen Taten und vor allen Dingen Untaten berichtet. Hier ein paar Blicke in diesen neuen Film. Ich vermute, die dicke Knete ist futsch. Was reden Sie denn da? Das Geld war für das Riesenmonster, nicht für das Baby. Hey, was soll das, Mann? Ich habe euch alles gesagt, was ich wusste. Mehr war nicht. Du hast so lange gewartet. Deinetwegen ist das Ding entwischt. Ich hab's nicht entwischen lassen. Ich habe euch gesagt, schmeißt ein Zelt drüber. Oh ja. Wah, wah, wah. Das ist ja ein Riesenvieh. Ich hab's Ihnen ja gesagt. Jeder bleibt da, wo er ist. Wenn es kommt, sofort schießen! Also das American Monster 1983. Aber wie heißt das Monster, das bereits vor ungefähr 50 Jahren als Riesenaffe im Film New York in Angst und Schrecken versetzt hat? King Kong. Das war King Kong, ja. Ich weiß nicht, ob Sie den Hauptdarsteller hier, den American Monster, ist gut, ne? Richtig gut, der Herr Herer. Ich weiß nicht, ob Sie den Hauptdarsteller erkannt haben. Das ist David Carradine. Sie kennen ihn ganz bestimmt als Hauptdarsteller der berühmten, erfolgreichen Fernsehserie Kung Fu, aber das sah ganz anders aus. Er ist Sänger, Schauspieler, auch Theater, auch Shakespeare-Schauspieler, Regisseur. Und er ist vor allen Dingen heute Abend bei uns in Berlin im Studio beim Großen Preis. David Carradine, welcome! Welcome, how are you? Good. Ja, kam wie ein Seemann hier rein, nicht? You are a sailor? Hm? I am a sailor. Ja? Ein wenig. Ein wenig, ein wenig. David, is this? Can you tell us something about the story of the new film? Einige kleine Hinweise auf die Geschichte des Films. Well, it's about a flying serpent who is eating New York. Ja, ja, eine fliegende Schlange, ein fliegendes Schlangenungeheuer, das anfängt New York allmählich aufzufressen. Yeah. Aha. And I am a detective. Er ist der Polizei, der Polizist, ein Polizeibeamter. Dispose of this monster. Aha, and everything will end well? Oh, absolutely. Absolut, geht absolutely. Also alles gut, geht also alles gut aus, nicht? Man muss keine Sorge haben. Do you think the producer of this movie tried to participate on the success of E.T.? Haben Sie das Gefühl, dass man jetzt so den Erfolg von E.T. nachmachen möchte? I think we started this picture before we knew about E.T. Ah ja, er sagte also, bevor überhaupt irgendwas von E.T. bekannt war, wurde der Film bereits produziert und in Amerika gestartet. But what is for you important in your life? Was finden Sie ist wichtig in Ihrem Leben, David? Work. Die Arbeit, ja, die Liebe, ist richtig. Yes, art. Die Kunst. And laughs. Make me laugh, please. Ja, und ja? I have to make him laugh. Roberto, wir müssen ihn zum Lachen bringen. Er sagt, er lacht so gerne. Sieht gar nicht so aus, als wenn er gerne lachen würde, nicht? First time in Germany? Or I think no, you... no, I have been here before. Ja, yes. Ja. Ich erinnere mich nämlich an große andere Filme von David Carradine, die ihn zum Beispiel Cannonball, nicht? Und die Schlangenhaut. Cannonball, die Schlangenhaut. 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 Schlangenhaut, what ja, ja. Sie sprechen Deutsch, David. You speak German. Spanish. Ein wenig? Ja. Yeah. Ja, lassen Sie hören. Let hear. I can say only one little thing. Eine Sache kann er, aha, bitte. From my Großmutter, I say, trinken Sie dein Milch. And, er kommt von Ammergau, oder er kommt von Ammergau. Ja. Oder ob er von Oberammergau kommt, oder ob er von Unterammergau kommt, das weiß ich nicht. Why aren't they singing? Are
you tried one of the hardest things in German. Ja, das ist really? Eine ganz schwierige Geschichte in Deutsch versucht. I was 3 years old. Ja, yes. Also 3 Jahre alt war. Do you have familiar history in Germany? Gibt es also Familiengeschichte der Kerndienst in Deutschland? Grandmother or so? Oh, yes. Our German name was Koch. Aha. Also Vorfahren von ihm hießen Koch, lebten in Deutschland. What part of Germany? Wo ungefähr? Bayerisch, I think. In Bayern. Yeah. And do you start as an actor in your professional life? Begannen Sie schon gleich als Schauspieler? Or did you have another profession? Hatten Sie je einen anderen Beruf? Well, for 4 years I was a brewer. Ich war 4 Jahre lang ein Brauer. Also wenn die Großmutter Koch heißt und aus Bayern stammt, ist das ein wunderbarer Beruf, Brauer zu sein. Yeah? But, ja. Es war herrlich, wenn der David einen anschaut und überlegt, was ich jetzt Böses gesagt habe. Very good, and I hope you will have a good time in Berlin and in Germany. Der ist 16 Stunden geflogen von Los Angeles, um uns hier, Ihnen zu Hause, meine Damen und Herren, mal persönlich guten Tag zu sagen, damit Sie sehen, David Carradine, nicht nur ein Bürger-Kung-Fu, sondern ein ganz lieber, reizender und vor allen Dingen ein außerordentlich eindrucksvoller Schauspieler. Okay. Thank you for everything else. Good success. Herr Herrer. Du, 80 bitte. Da haben Sie eine Glücksfrage. Schauen Sie, das ist ein unverwechselbares Bild eines sehr volkstümlichen Tanzes. Und Sie sollen jetzt nichts anderes tun, als diesen Herrn und uns die passende Melodie dazu zu singen oder die passende Musik dazu zu machen. Das kann ich nicht. Können Sie nicht? Dann gehen wir die Frage weiter. Wer macht das, Herr Hartmann? Das ist ja Daki, aber... Nun fangen Sie mal an. Dam, dam, da-dam. Da-da-da-da-dam, tam-tam. Nee, ist auch falsch. Hey, hey, hey. Weiß es jemand hier? Können wir das, Jataki? Beate, was machst du denn hier? Roberto. Ich bin deine Beate für die Schwarz-Weiß-Seher. Verstehst du das? Deine neue Assistentin. Also als Dame kenne ich dich noch gar nicht, ja. Roberto. Ja. Du willst aber sicherlich jetzt mal was Positives im Fernsehen sagen und darum kommst du mit 100.000 da, nicht? Nur 3. Aber wir haben die Frage noch nicht beantwortet. Frau Becker macht nicht mit, Herr Hartmann möchte nicht. Kannst du denn einen Sirtaki singen? Komm mal her. Ja? Ja? Du lieber Gott. Und jetzt? Da. So, also das hätten Sie noch machen müssen, ne? Wer hat hier 100.000 Mark gewonnen? Günther Barth in Pfedelbach, du. Ja, und Veronika Hittel in Eppingen. Die Dame überlasse ich überhaupt dir, da ist noch eine. Gisela Maciozek in Schwalbach. Ach, wie herrlich du das sagst. Herzlichen Glückwunsch. Herr Herrer. Du, 20, bitte. Sein Jokerchen. Januar 100. Dieses Foto wurde am 26. Januar 1911 im Königlichen Opernhaus zu Dresden aufgenommen. Anlass war die erfolgreiche Uraufführung einer Komödie für Musik von Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss. Hier eine Szene aus dem zweiten Akt mit dem Baron Ox von Lerchenau. Um ihn rankt sich die turbulente Handlung auf der Bühne. Aber es ist nicht die Titelrolle. Die spielt Octavian. Hier überbringt er gerade als Brautwerber der Auserwählten eine silberne Blume. Wenn Sie genau hinsehen, dann erkennen Sie vielleicht, dass der schmucke Kavalier eine Frau ist. Das hat aber nichts mit der Handlung zu tun, sondern liegt daran, dass Richard Strauss diese Gesangspartie für einen Mezzosopran geschrieben hat. Und darum muss der Octavian zwangsläufig von einer Sängerin gespielt werden. Hier nun noch das Originalszenenbild des letzten Aktes von der Uraufführung in Dresden. Kurz bevor der Vorhang fällt, betritt ein kleiner Negerjunge die Szene, hebt ein verloren gegangenes Taschentuch auf und trippelt damit davon. So steht es jedenfalls im Textbuch dieser musikalischen Komödie, deren Titel Sie jetzt wissen sollten. Rosenkavalier. Richtig. Aktuell Bertha. Endlich mal jemand, der sich noch traut, das Aktuelle zu fragen. 200 Mark gibt es für die richtige Beantwortung der Frage. Der 19-jährige finnische Skispringer Matti Nykänen
gewann die traditionelle Vierschanzentournee, die vom Jahre 82 zum Jahr 83 ging, halt über Neujahr. In welchem Wintersportort fand das letzte der vier Springen statt, Herr Hera? Das weiß er nicht. Jetzt meldet sich Frau Becker. Bischofshofen. Das ist richtig, Frau Becker. Sie sind bereits wieder bei 2570 Mark angelangt. Aktuell C, Cäsar. 150 Mark, wenn die Antwort richtig ist. Herr Hartmann, der Deutsche Sportbund hat kürzlich die Aktion Trimming 130 gestartet. Was bedeutet 130 in diesem Zusammenhang? Man soll bei dieser Sportart den Pulsschlag auf 130 bringen. Also einmal am Tag 10 Minuten Sport treiben, sodass der Puls wenigstens 130 ist. Aber Menschen über 50, das will ich sicherheitshalber für Sie alle, die Sie Interesse an sowas haben, sagen, meine Damen und Herren, Menschen über 50 sollen von folgender Faustregel ausgehen, ihr Puls 180 und dann das Lebensalter abziehen. Wenn man also 50 Jahre ist, hat man so gerade Puls 130. Bei 55 sollte man ihn nur auf 125 bringen, um ihn nicht zu überlasten. So, Herr Hartmann, bitte. Aktuell Echo. Das ist nur die 50-Mark-Frage. In welchem spanischen Badeort, da geht es allerdings um mehr als um 50 Mark, in welchem spanischen Badeort wurde zu Weihnachten die Bank von Andalusien ausgeraubt? Herr Herer, wissen Sie das? Millionen sollen da weggekommen sein. Frage wandert. Frau Becker? Marbella. Das war in Marbella, ja. Aktuell Dora. Dann haben Sie ungefähr alle unsere aktuellen Fragen beantwortet. Aber Herr Hartmann war eine Zehntelsekunde schneller und hat sich ins Wort gedrückt. Am 15. Januar um 24 Uhr endete bei uns nach 53 Jahren ein Monopol. Welches Monopol? Das Zündwarenmonopol. Nein? Jo, kann man auch sagen. Streichholzmonopol. Ja, ja, Zündholzmonopol. Ja. Aber Zündwaren ist wahrscheinlich dasselbe, nicht? Gut. Was bleibt noch? Fragezeichen. Wie nennt man im amerikanischen Showbusiness einen Alleinunterhalter, Frau Becker? Eine Frage für Sie jetzt. Quizmaster. Nee. In Amerika, bitte? Entertainer. Quizmaster braucht immer mehrere. Nicht? Der muss Kandidaten haben. Ja, du bist ein Entertainer. Du hast es eben schon wieder mal so riesig, nicht? Wenn ich das hier höre, Amarillo Roberto, ein großer Titel von dir, nicht? Ja, das war die deutsche Fassung, aber die englische Fassung sang Tony Christie. Na ja, gut, aber du, nie werde ich Las Vegas vergessen. Das ja, Las doch... Vegas war meine deutsche Fassung. Die englische Fassung sang immer noch Tony Christie. Auch ein Tony Christie. Aber ganz erfolgreich warst du doch mit, wie heißt es noch, What I Did, for Maria. Ja, das war die deutsche Fassung. Die englische Fassung war Tony Christie wieder. Na hör auf, du, da ist der Tony Christie ja ein Weltstar. Ja, aber ich bin ein Heimatstar. Du bist der Star, Roberto, für unsere Welt hier. Und das ist viel, kann ich dir sagen. Aber wenn Roberto Christi, wenn Tony Christi ein Weltstar ist, Roberto, warum lassen wir da nicht singen? Nee? Na bitte, wir wollen ihm auch eine Chance geben bei uns, warum ja. nicht? Meine Damen und Herren, liebe junge Freunde, zum ersten Mal im großen Preis mit einem neuen Lied, Me for Marie, Tony Christie. A train, we can take a plane, or sail a boat right over the sea. We'll be running away together, running away forever, we and Marie. I was born on the wrong side of town. People used to get me down. Oh, when they found I was going out to see Marie. Her pretty face and long black hair, people used to stop and stare, cause the look in her eyes she couldn't disguise was plain to see. And now we're running away together, running away forever, me and Marie. Yeah, we're running away together, running away wherever we can be free. We can take a train, we can take a plane, or sail a boat right over the sea.
for my Marie. In the streets and avenues, pretty soon you'll hear the news that a rich young girl threw away her world for loving me. And now we're running away together, running away forever, me and Marie. Yeah, we're running away together, running away wherever we can be free. We can take a train, we can take a plane, or sail a boat right over the sea. Tony Christie. Hello, Tony. Really? Thank you very much. Do you have a recept for success in entertainment? Gibt es eigentlich Rezepte, yes, im Entertainment erfolgreich zu sein? What is yours? I believe that... Er glaubt, ja. I always give my public what they want. I always sing what they want. I never sing for myself. Das ist eine einfache, aber wichtige Weisheit. Er sagt, ich arbeite halt für mein Publikum. Ich singe, was mein Publikum erwartet und wünscht, und ich arbeite nicht für mich selbst. That's the same recept is very important for a good cook. Nicht? Auch ein guter Koch muss nach demselben Rezept arbeiten. Exactly. Where are you living in England? Tony is Engländer. Yeah, I live in the north of England, a place called Sheffield. Aha, in Norden England, Sheffield, yeah. An industrial city. Exactly. Nicht? Eine Industriestadt, uh-huh, im Norden. Do you have family, children? Yes, I have a wife and three children. Also Frau und drei Kinder. What age? You mean, not the wife, the children. Wie alt sind die Kinder? Sorry? What age are the children? A boy, 14. Ah. Only 14? An 11 girl and a girl of 7. Also 14 Jahre, 11 und 7 Jahre. Mm-hmm. Die Kinder, and you like country life? I like to run. I go. Country Love ist auch der Titel, glaube ich, neu. Alles Country Sound. 16. Na prima. That's beautiful. Ja, also ihm gefällt, da bin ich sicher, da er nur für Sie arbeitet, meine Damen und Herren, wie er eben gesagt hat, muss es Ihnen ja auch gefallen. Tony, I have to leave. Ich muss gehen. Meine beiden Freunde und Freunde, die ihn erwarten, und sie wollen irgendeinen Verein gründen. Tut mir leid, dass ich schnell muss. Tony Christie. Hallo. Wie schaut ihr denn aus? Ich dachte, ihr wollt heute einen Verein gründen oder so. Tun wir nicht auch. Wir gründen einen Karnevalsverein. Das ist aber lustig. Na ja, oder? Wir wünschen, dass du unseren Verein ärmern zu selbst. Und mich durch unbeziemliche Bemerkungen lächerlich machen. Puh, entschuldigt, das wollte ich nicht. Dann schicken wir dir jetzt zu einer Namensgebung. So was? Unser Verein muss doch einen Namen haben. Ach ja, wie soll er denn überhaupt heißen, der Verein? Allgemeiner Karnevalsverein. Aber wenn schon, dann allgemeiner deutscher Karnevalsverein, oder? Aber nur für Elefanten, Hunde, Schildkröten, Raupen, Frösche, Vögel, Papageien, blaue Kläuse, Gänse und Mäuse. Was, und überhaupt nicht für Menschen? Nein. Aber ohne Menschen könnt ihr doch euren Verein nicht allgemeiner deutscher Karnevalsverein nennen. Geht nicht. Dann eben gemeiner tierisch-deutscher Karnevalsverein. Also wenn Sie das klingt irgendwie komisch. Also dann allgemeiner deutsch-tierischer Karnevalsverein. Und dabei bleibt es. Ah, und jetzt? Jetzt fehlt wohl eine allgemeine deutsch-tierische Karnevalsrede. Na, dann los. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Hört, hört. Der Fußballspieler braucht ein Tor, im Karneval braucht man Humor. Ha, ha, ha. In Bonn wird Politik gemacht, bei uns wird trotzdem gelacht. Du, Entschuldigung. Bitte? Ja, also das kannst du nicht sagen, nicht? Vor allen Dingen nicht im Fernsehen. Warum denn nicht? Das erkläre ich euch beiden gleich in der Kantine. Ach schön, dann sage ich eben, in Bonn wird Politik gemacht, bei uns wird deshalb oft gelacht. Ach, das geht doch erst recht nicht. Warum denn nicht? Viel zu scharf, wo die Politiker heute so sensibel sind. Na ja, also gut, dann eben, in Bonn wird Politik gemacht, im Karneval wird viel gelacht. Ja. Ist das zu scharf oder in dieser Form tragbar? Sehr scharf, aber tragbar, ja. Ich finde es wahnsinnig komisch. Du, und ich weiß nie genau, wann ich lachen soll. Dann gebe ich dir ein Torpedensignal,
dann weißt du immer, wann es komisch ist. Das ist eine sehr gute Idee. Machen wir mal. Der Fußballspieler braucht ein Tor, im Karneval braucht man Humor. Ah. Oh nein! In Bonn wird Politik gemacht? Falsch, falsch, viel zu früh. Fang noch mal an. Also, in Bonn wird Politik gemacht, im Karneval wird viel gelacht. Ach, es ist das jetzt wahnsinnig komisch. Und eine Stimmung. Nicht, du hast recht. Und jetzt habe ich eine Überraschung für euch. Da unterm Sofa, guck mal nach. Wo? Ach, da. Ja, das ist ein Zauberzylinder, mit dem man einen Blick in die Zukunft tun. In die Zukunft? Ja, man muss nur oben um die Spitze anzünden. Na, da bin ich neugierig. Ja, und die Zukunft stellt sich für Optimisten rosa-rot dar und für Pessimisten dunkelgrau. Mal sehen, ihr beide seid. Häuslich. Ich kann ja gar nicht sagen, wie das aussieht. Ja, steckt doch mehr drin, als ich dachte. Tschüss. Vielleicht ist das die Wachstumsrate 1983. Glauben Sie an sowas? Ich glaube an den Stichtag für den großen Preis. Also nicht vergessen. Samstag in 8 Tagen. Ja, und denken Sie vor allen Dingen daran, dass Sie dabei dann eine 500.000 gewinnen können und zweimal eine 250.000 von den vielen Hunderttausendern und Zehntausendern, den Tausendern und Hunderten ganz zu schweigen. Also bitte wirklich nicht vergessen. So, wir kommen zur dritten Runde. Die Kandidaten haben eine dreiteilige Frage aus ihrem Fachgebiet in allen drei Teilen innerhalb von 60 Sekunden richtig zu beantworten. Dann verdoppelt sich das Kapital. Herr Hartmann, Sie sind Nummer 1. Als im Augenblick Dritter das Thema kaukasische Bergvölker. Welche Frage wollen Sie wählen? Nummer 1. Umschlag Nummer 1. Herr Dr. Kelm als Experte wird die Sache beobachten. Ich lese für uns alle die Frage vor. Sie können sie für sich lesen. Georgien musste im Laufe seiner Geschichte immer wieder die Unterwerfung durch Fremde erdulden. Unter diesen befanden sich als Feldherren drei berühmte Gestalten der Weltgeschichte. Erstens die Kriegsscharen des Ersten, eines Hellenen aus dem Norden Griechenlands, sollen im 4. Jahrhundert vor Christus Georgien botmäßig gemacht haben. Wer war das? Der zweite, ein Römer, unterwarf im ersten vorchristlichen Jahrhundert auf einem Feldzug begriffen Georgien seinem Staat. Wie hieß er? Der dritte, ein Mongole, eroberte um die Wende des 14. zum 15. Jahrhundert Georgien. Wer war das? Die Zeit läuft. Wir warten auf Ihre Antwort. Frage Nummer 1, das war Alexander von Makedonien oder Alexander der Große. Frage Nummer 2, Pompeius. Frage Nummer 3, Timolenk oder Tamerlan genannt. Herr Dr. Kelm? Das ist richtig. Bravo. Frau Becker schaut mich schon ganz ängstlich an. Platz Nummer 2, die Geschichte der Stadt Leipzig. Es wird schon gut gehen, Frau Becker, Experte, Herr Dr. Gocke. Nummer 2, bitte. Umschlag Nummer 2, ja. Wie heißt der Fluss, so heißt es in Frage 1, in dem am letzten Tag der Leipziger Völkerschlacht der französische Fürst Poniatowski ertrank? Zweitens, welchem Fluss entnahmen die für den Leipziger Fell- und Lederhandel ehedem sehr wichtigen, seit dem Ende des 12. Jahrhunderts beiderseits der Gerberstraße in der späteren hallischen Vorstadt konzentrierten Gerbereien das nötige Brauchwasser? Und drittens, nach welchem Fluss nannte sich die von Markgraf Dietrich dem Bedrängten im Jahre 1216 angelegte Zwingburg, die nach mehrfachem Umbau 1897 bis auf einen Turm abgerissen wurde, um für das neue Rathaus Platz zu schaffen? Nun aber. Nummer 1 die Elster, Nummer 2 die Parthe und Nummer 3 die Pleiße. Dr. Gockel? Ja, das ist richtig. Na, da freuen wir uns alle mit Ihnen, Frau Becker. Aber Sie, Herr Herer, können jetzt der Champion dieser Sendung werden. Welcher Umschlag darf sein? Nummer 1, bitte. Es geht um Igor Strawinski und Herr Professor Stenzel ist der Experte. Hier ist Ihre Frage. 1947 war Strawinski in einer Kunstausstellung frappiert von den Radierungen des Engländers William Hoggart. Sie wurden Ausgangspunkt eines Werkes. Erstens, um welches Werk handelt es sich? Zweitens, in welchem Jahr wurde das Werk uraufgeführt? Und drittens, wie heißen die beiden Autoren des Librettos, also des Textes? Ja, das war eine Oper von Strawinski, The Rake's Progress. Das Werk wurde 1951 aufgeführt und die Autoren heißen Auden und Kelman. Alles richtig. Na, da freut sich jemand.
Ich gratuliere, der neue Champion heißt Wolfgang Herer. Sie haben eben kräftig mitgeklatscht, als Herr Herer Sie abgelöst hat. Das finde ich sehr lieb von Ihnen, Frau Becker. Wir bedanken uns auch herzlich bei Ihnen. Es war eine große Freude, mit Ihnen zusammen zu sein. Nett, tschüss, nicht? Ein Blumenstrauß noch für Frau Becker. Stehen Ihnen doch ausgezeichnet. Ach, die sind ja wunderschön. Und weitere Unterlagen über Leipzig, die Sie sich gewünscht haben. Herr Hartmann, auch Ihnen alles Gute und vielen Dank. Sie haben Ihr Kapital ebenfalls gerettet. Ist ja nicht wenig in beiden Fällen. Schön. Ein paar Dinge über die kaukasischen Bergvölker. Danke sehr. Auf Wiedersehen. So, da ist der Champion. Gott sei Dank. Gott sei Dank, sagt er. Am 24. Februar geht's weiter, nicht? Ja. Schön präpariert halten. Wir werden den guten alten Strawinski kennen und ich bin sicher, viele werden ihn auch auf diese Weise schätzen lernen. Ja, einige hunderttausend Mark Gewinner werden noch bekannt. Geben, Marianne. Der erste an Reinhold Bitsch in 61-48 Heppenheim. Silvia. Die nächsten 100.000 gehen an R. Schmitz in 55-68 Down. Beate. Meine gehen nach Holland an die Familie Arms in Lobit. Aha. Der Sprecher, der Mainzer Hofsänger. K. Rademacher in 41 Duisburg 1. Danke. Der Sänger vor den Mainzer Hofsänger. Roland Schmidt in Rüsselsheim. Danke dir. Ja. Michael Banasik. Helene Bergen aus Hamburg. Danke. André Schubeck. Alfred Karlin Milheim. Meine Heimatstadt. David Carradine. Barbara Schmidt von Aschaffenburg. Wunderbar. Thank you. Tony Christie. Christelle Rehbein von Krefeld. Wir gratulieren allen ganz herzlich. Thank you, Tony. Und vergessen Sie nicht, schnell ein Loskauf von 500.000 Mark können gewonnen werden. Ansonsten freuen wir uns auf den 24. Februar und bis dahin, Dankeschön für heute Abend, alles Gute und tschüss! Auf dem Weg zur großen Hilfe für die Aktion Sorgenkind waren mit dem großen Preis seit Jahresbeginn auch wieder viele freiwillige Helfer. Zündende Ideen wurden in die Tat umgesetzt, gut vorbereitet und damit auch erfolgversprechend. Als Beispiel dafür die Veranstaltung der Mindener Kreispolizei. Sie hatte zu einem P-Hallenfußballturnier mit buntem Rahmenprogramm eingeladen. P gleich 8 Mannschaften der Polizei, Post, Prominenten, Politiker, Presse, Pioniere der Bundeswehr und des Technischen Hilfswerkes und der Pfarrer. Resultat ein Spendenerlös von über 9.200 Mark. Zweites Beispiel, die Ausstellung des Verbandes Deutscher Brieftaubenliebhaber in der Dortmunder Westfalenhalle. Über 30.000 Besucher, Aktive und Interessenten dieses Freizeitsports, konnten mit einem der 30.000 Lose für 2 Mark zugunsten der Aktion Sorgenkind einen der begehrten gespendeten Vögel gewinnen. Und warum für die Aktion Sorgenkind? Unser Reporter Heiner Gatzemeier. Herr Dr. Kohaus, als Präsident des Brieftaubenverbandes muss Ihnen das Herz auch höher schlagen. Das Herz schlägt mir höher, man könnte schwindelig werden, aber es weicht gleich dem guten Gefühl, dass dieses Geld ja ein Ziel erreicht. Ein besseres Ziel für Geld kann es gar nicht geben, nämlich zu den Kindern der Aktion Sorgenkind. 12 Jahre spendet Ihr Verband und schon für die Aktion Sorgenkind. Gibt es da Schwierigkeiten mit der Motivation, die Kollegen, die Freunde an der Basis zu motivieren? Der Erfolg, der wachsende Erfolg von Jahr zu Jahr beweist, dass diese Motivation nicht fehlt. Sie entsteht ganz einfach dadurch, dass hier nicht ein Einzelner etwas Gutes tut, sondern dass es in einer Gemeinschaft geschieht, wo der eine des anderen Freund ist. Und gemeinschaftlich etwas Gutes zu tun, macht eben mehr Freude und ist auch herzlicher, als wenn man es als Einzelner tun muss. Eine fast 3-stündige Versteigerung trieb das Spendenbarometer noch höher. 8.000 Mark, meine Damen und Herren! Und keiner bietet mehr 8.000 D-Mark zum Letzten, meine Damen und Herren! Versteigerung, Losverkauf und Preisflüge ergaben 560.000 Mark, die dem Intendanten des ZDF, Professor Dieter Stolte, übergeben wurde. Sie haben dazu beigetragen und Sie tragen immer wieder dazu bei, durch Ihr Engagement die Eltern dieser schwergeprüften Kinder aus der Anonymität herauszuholen und in unsere Gemeinschaft einzugliedern. Und dafür möchte ich Ihnen im Namen der Aktion Sorgenkind und vor allen Dingen im Namen der Eltern und der vielen leidvoll betroffenen Kindern
ganz herzlich danken. Der Dank gilt auch all den Besitzern der neuen Langspielplatte oder Kassette mit den 16 Interpreten, die zugunsten der Aktion Sorgenkind auf ihre Gage verzichtet haben. Der Reinerlös aus dem Verkauf, bis heute weit über 1 Million Mark, hat das Konto der Hilfe bestens aufgestockt. Es lohnt sich, mitzumachen. Mitmachen, mithelfen war auch die Devise, als 100 Schreibmaschinen von Mitarbeitern der Firma IBM General überholt wurden. Gut verpackt wurde diese Sachspende an Einrichtungen der Aktion Sorgenkind weitergeleitet, in denen behinderte Mitarbeiter für ihren künftigen Beruf ausgebildet werden. Runde 200.000 Mark stecken in diesen Kartons. Eine Spende, die sich vielfach amortisieren wird. Genau wie der Reinerlös aus der Lotterie, der große Preis mit mehr als 9.300.000 Mark und Spenden von über 1,2 Millionen. Zusammen konnte die Aktion Sorgenkind diesmal über 10,5 Millionen Mark als Zuschüsse für 75 Anträge in 63 Orten von Bamberg bis Wuppertal vergeben. Über 6,4 Millionen für Wohngemeinschaften, Bildungsanstalten, Heime, Heilstätten, Kliniken und Begegnungseinrichtungen, die auch individuellen Ansprüchen gerecht sein sollen. Angefangen bei der kleinen Küche zum selbstständigen Kochen und Backen bis hin zu persönlich gestalteten Aufenthalts- und Freizeiträumen. Den Werkstätten für Behinderte fließen mehr als 1,7 Millionen zu. Einschließlich den Anlernwerkstätten für den künftigen Beruf. Mit einer 500.000 wurde die Arbeit in Kindergärten, Tagesstätten und Sonderschulen unterstützt, durch Neubauten oder Erweiterungen. Weitere 15 Fahrzeuge im Wert von über 444.000 Mark können angeschafft werden, um behinderte Kinder und Jugendliche zur Schule oder in die Werkstatt zu fahren. Auch Materialtransport und Fahrten zur Freizeitbegegnung von Nichtbehinderten mit Behinderten werden damit ermöglicht. Mehr als 714.000 Mark stehen für Spielplätze, Turn- und Sportanlagen bereit. Schwimmbäder und Therapiehallen werden mitfinanziert, um im medizinisch-therapeutischen Bereich notwendige Maßnahmen durchführen zu können. Mit Zuschüssen in Höhe von 18.600 Mark wurde die Anschaffung spezieller Geräte für Hör- und Sprachgeschädigte gefördert. Hilfen für Sehbehinderte und Blinde wurden dabei mit berücksichtigt. Schaufel. Starthilfen von über 39.000 Mark für mobile Krankengymnastik und Beratungsdienste gehören ebenso zu dem breit gefächerten Förderungskatalog der Aktion Sorgenkind. Ich auch. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ah. Boah, süß. Und mehr als 525.000 Mark stehen abrufbereit für Vorsorge, Früherkennung, Aufklärungsmaßnahmen und möglichst frühe Förderung. Maßnahmen der Hilfe dank Ihrer Hilfe.